Hallo WPU, willkommen bei der neuen Umarex Strikepoint und 9,5 Grad Außentemperatur. Ja, ich bin Biker, das macht mir nichts. Ja, und der Strikepoint macht es auch nichts, weil sie ist keine CO2-Waffe, sie ist ein sogenannter Vorkomprimierer, wie die HW45, HW40. Sie wird gepumpt, zeige ich euch gleich, voll gepumpt. Ich mache mit ihr gleich einen Chronitest und stelle sie euch kurz vor. Wohlgemerkt, ich sage das gleich von Anfang an, es ist eine Preiswertwaffe und entsprechend des Preises um die 60, 70 Euro ist sie auch gebaut worden. Lasst euch jetzt hier von der CO2-Kapsel nicht irritieren. Wie schon gesagt, es ist ein Vorkomprimierer. Ich nehme diese CO2-Kapsel nur, um sie ein bisschen aufrechter demonstrieren zu können. Hier mal so zur Übersicht. Repetierhebel, komme ich gleich näher dazu. Markings, sie ist sehr groß. Sagen wir mal sehr lang und stark vorderlastig. Der Griff ist massiv, kommen wir auch gleich noch dazu. Sicherung, die ist jetzt momentan entsichert, andere Richtung. Das ist der Pumphebel hier, kommen wir auch gleich dazu. Visierung, Korn nicht einstellbar, hingegen aber die Kimme. Und dazu komme ich jetzt auch gleich nochmal. So, hier von der linken Seite, das Plastik ist also recht massiv, also da kann man nicht meckern. Hier eingedruckt ist aber etwas erhaben, nicht eingedruckt ist erhaben, Strikepoint. Also erhaben heißt, ne, rausstehend. Hier, wie schon gesagt, die Sicherung entsichert. Interessant bei der Waffe ist natürlich jetzt ihr Preis. Sie geht auch recht präzise. Allerdings muss man mit ihr ordentlich üben. Zur Bedienung dieser Waffe ganz einfach. Man muss diesen Repetierhebel nach hinten ziehen, wenn man die Waffe aufpumpen möchte. Die Pumpe, steht in der Bedienungsanleitung drin, darf also nur 10-mal benutzt werden, also genutzt werden. Das heißt, nur 10 Pumphübe pro Schuss sind erlaubt. Darüber hinaus verfällt die Garantie. Ja, das Pumpen, ich bin Linkshänder, sieht für euch vielleicht ein bisschen komisch aus, geht also recht easy. Bei 5 Pumphüben generiert die Waffe 3,2 Joule. 2, 3, 4, 5. Ich mache es jetzt vorsichtig, also das geht recht easy, sind 5. Dann macht sie 3,2 Joule. Bei 10 Pumphüben generiert die Waffe 4,4 Joule. Habe ich also schon im Forum gepostet. Ja, und ich hatte die Bedienungsanleitung vorher nicht gelesen und hatte mal direkt 30, also nach dem zweiten oder dritten Schuss 30 Hübe, Pumphübe gemacht. Das geht auch bei ihr. Und da generierte die Waffe 5,3 Joule. Also ist aber nicht empfehlenswert, ne? Sonst, ja. Ja, das Plastik ist massiv, sage ich mal. Der Griff ist also ja von der Breite her, sage ich mal, gerade noch passend für meine mittelgroße Hand. Könnte ein bisschen dicker sein, muss ich dazu sagen. Hier UX auch eingelassen. Ja, könnte ein bisschen breiter sein. Ja, und dann kommen wir zum Ladehebel und Repetierhebel, sorry, der Ladedorn geht nicht immer bündig, also ich kann es jetzt nicht so erklären, geht nicht immer bündig, ich versuche es mal eben kurz ein Diablo einzulegen, dann kann man es besser sehen. So, ich lege jetzt mal das Diablo ein,
5,5 mm Waffe. Ich hatte sie erst mit 4,5 mm geschossen, hatte vergessen, dass das eine 5,5 mm Waffe ist. Ja, da generierte sie nur 2 Joule. Ja gut, Nobby halt. So, also, das ist ein Umarex Mosquito in 0,83 Gramm. So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Auf jeden Fall ist jetzt die Kugel, die Schüttelung ein bisschen nach vorne. So, und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, der Ladedorn liegt linksseitig von dieser Blechlademulde. Dazu komme ich gleich nochmal, aber das ist wirklich blechhaftes, blechhafte Erscheinung. Wie ihr seht, liegt, mal sehen, kann man sehen, liegt also nicht bündig. Ja, so, und das Problem ist, dass dann manchmal ein bisschen rumgewurschtelt werden muss, um diesen Ladedorn vorne bündig zu kriegen. Aber jetzt hat es geklappt, Gott sei Dank, vor der Kamera. Also der versetzt sich manchmal ein bisschen nach links. Und dann muss man nochmal schnell nach hinten, den Repetierbild ziehen, den Ladedorn. Ist natürlich alles auch hier ein bisschen wackelig, wie man sieht. Na, also, ja, es wackelt. Der ganze Ladedorn wackelt. Seht ihr es? Naja gut, okay, 70 Euro. So, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss ein bisschen wursteln und dann kann man mit der Waffe auch abfeuern. Der Abzug, zu dem komme ich jetzt auch sofort, da die Waffe geladen ist, kriecht. Er hat keinen Druckpunkt. Das ist so ähnlich wie bei der GSG CP1M, aber der Vorzugsweg, die Waffe kriecht beim Abzug insgesamt. Also Druckpunkt nicht vorhanden und man zieht und zieht. Und bei dieser vorderlastigen Waffe, wenn man auf die Zielscheibe schießt, gibt es, also bei mir hat es Höhentreffer gegeben. Also ich zeige es jetzt mal, ich ziehe, betätige den Abzug, ziehe, ziehe, ziehe. Ja, und irgendwann mal, na, also ich kann es nochmal so, ach ne, da muss ich jetzt nochmal pumpen, Sekunde. Nicht vergessen, vor dem Pumpen Ladehebel nach hinten, sonst baut die Waffe keinen Druck auf. So, jetzt nochmal 5 Pumphübe und dann nochmal zum Abzug. Schaut selber, ich gehe mal ganz nah an die Kamera ran, mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Irgendwie ist da eine Feder. Ja, müsst ihr selbst entscheiden. Also ich komme mit dem Abzug nicht so besonders gut klar. Also der Abzug selber, das ist also keine Gussnaht drin oder so. Mit Gussnähten hat es die Waffe jetzt nicht so besonders. Ich meine, hier vorne spürt man die Gussnaht. Bisschen oben am Außenlauf oder was das sein soll, und ansonsten der Pumphebel selber ist also angenehm zu bedienen, doch muss ich sagen. Doch, ja, das mit dem Wackelladedorn hier, ne, das ist natürlich ey, guckt euch das mal an, ey. Das Ding wackelt wie ein Lämmerschwanz. Weiter vorne wird es ein bisschen besser. Da geht es in den Dings rein. In den Ladeschacht. Hier vorne ist eine Gummidichtung. Genau. Ja, also das bemängle ich stark. Ja, zur Kimme, die ist einstellbar. Bing! Schon mal sowas gesehen? Bing! Das ist Weichblech oder so. Hier ist eine Schraube. Da kann man also Kreuzschlitz, die kann man also hier dann die Kimme, wenn man sie hier vorne löst. Ich hoffe, man kann es sehen im Video, das ist immer bei mir. Kann man hier ein bisschen lösen und dann kann man diese Kimme, diese Blechkimme, bling, bling, kann man also dann hin und her schieben. Höhenverstellbar ist sie auch. Ich denke mal, dass man sie dann hochbiegt. Ja, der Haru, der kann sich gerne mal mit der Sache hier weiter beschäftigen. Das wird er auch machen, dankenswerterweise. Aber dieser Pling-Pling-Kimmer ist schon was Witziges. Wahrscheinlich konstruiert im tiefsten Sibirien. Ja, aus Sibirien. Edelstahl. Ja, also da dürfte oder könnte Umarex ein bisschen nachbessern. Ne? Also das muss ja nicht sein. Ne? Wenn dann der Name Umarex draufsteht, UX, sollte man auch für eine gewisse Qualität garantieren. Ja, das ist zu der Waffe. Vorne die Mündung, schon recht groß.
Doch, machen wir den Pumphebel mal auf hier. Wackelt auch jetzt nichts Besonderes hier. Das ist mehr so, ja, die Hebelbefestigung. Das Gestänge, Pumpgestänge ist also sehr gut, also sehr stabil eingebaut. Ja. Hier der Zylinder, schön eingeölt, wo die Luft drinnen komprimiert wird. Kompressionszylinder. Ja, doch. So, ganz in Ordnung. Bis auf so kleine Macken. Ne? Aber als deutsche Waffenkäufer sind wir ja mittlerweile nicht mehr so verwöhnt. Pling, pling. Wackel, wackel. Okay. So, kommen wir mal zum Präzisionstest. Mache ich jetzt nicht vor der Kamera. Ich denke mal, dass Wolfgang, also Habu, der Moderator, der bekommt die Waffe am Montag zugesendet, das dann weitermacht. Und zwar habe ich auf 10 Meter geschossen. 12 Schuss. Ja, und die Schwierigkeit ist eben halt, ich hatte auch noch andere Diabolos ausprobiert, aber mit den Moskitos geht es mit am besten. Ich hatte viele Tage Trophy Green in Punkt 22 geschossen, einige andere auch, Green Monster und wie sie alle heißen. Aber die Moskito ging ganz gut. Alldieweil, ja, die Höhenverstellung, wie schon gesagt, an die Höhenverstellung der Kim habe ich mich jetzt nicht rangewagt, beziehungsweise mich nicht mit beschäftigt, weil, ja, kommt mir ein bisschen strange vor, sag ich mal. Lange Rede, kurzer Sinn, leichter Höhenversatz, habe mich dann aber dann eingeschossen und mich an die Waffe gewöhnt. Und da sind dann hier 1, 2, 3, ja, 3, 4 Schuss, also von 12 in die Botanik gegangen. Das waren auch die ersten Schüsse. Und dann doch Loch in Loch. Wohlgemerkt, das sind große Löcher. Da sind auch dicke Mumpel, ne? Davon abgesehen. Ne? Also schon ganz ordentlich. Ne? Doch, also präzise geht's. Ne? Hat anscheinend auch einen gezogenen Lauf, gehe ich mal ganz schwer von aus. So, kommen wir mal zum Koni-Test. Sag ich mal, ach, was mache ich denn? Sekunde, so, 0,83 Gramm, die Moskitos. Dann fange ich mal an mit 3 Pumphüben. Die mache ich jetzt also jetzt nicht vor der Kamera, ich zeige nur die Schusssequenzen. So, 5 Pumphübe, 3,7, sehr gut. Aber die Waffe, also muss ich dazu sagen, die Konstanz, die Schusskonstanz dieser Waffe ist hervorragend. Ja, also hervorragend. Und 3,7 Joule reichen auf 10 Meter locker. Und diese 5 Pumphübe, die sind ganz schnell gemacht. Und leicht. Je mehr man pumpt, auf die 10 zum Beispiel, desto schwerer wird das Pumpen. Also bei 5 Pumphüben 3,7 Joule, super. Die mag wahrscheinlich kalte Luft. Im Haus selber waren es 3,3. So, nochmal 5 Pumphübe. 3,4. Ja, zwischen 3,4 und 3,7. Passt schon. Jetzt mache ich mal 10 Pumphübe. So, jetzt Ergebnis 10 Pumphübe. 4,5. Ja, das war das Sicherungsbrett hinterm Kroni. So, wieder 10 Pumphübe. Schauen wir mal. 4,5, konstant, sage ich doch. Da, ja, konstant ist die Waffe. So, jetzt machen wir mal 15 Pumphübe. Nicht erlaubt, aber ich nehme es auf meine Kappe. So, 15 Pumphübe, dann gucken wir mal. Nicht erlaubt, nicht nachmachen. 4,9. Ja, komm, ich mache nochmal 20 Pumphübe. So, jetzt 20 Pumphübe. 4,9. Ja, da tut sich wohl nicht mehr viel. Am Anfang, als ich die Waffe bekam, kam da mehr bei rum. Ja gut, dann empfehle ich diese 0,5 Joule, die ein bisschen mehr sind bei 20 Hüben, würde ich immer so zwischen 5 und 10 Pumphüben also empfehlen. Da liegt man bei 4,
4,5 bis 5 Joule, passt schon. Ist für diese pneumatische Waffe recht ordentlich, finde ich schon. In 5,5 mm. So, WPO, das soll es von mir gewesen sein über diese Strike Point. Ist also, wie schon gesagt, bei 5 Pumphüben, 3,3, 3,4 Joule, habt ihr gesehen, reicht auf 10 Meter vollkommen aus. Keine CO2-Kapseln benötigt, nur halt die Diabolos. Also auf die Dauer gesehen, eine sehr preiswerte Waffe. Und ja, im Langzeittest haben wir sie jetzt. Aber ich denke mal nicht, dass da groß was kaputt geht. Werden wir sehen, die Waffe geht jetzt zum Wolfgang, eventuell noch zum SDS. Und ja, mal sehen, was die zu der Waffe sagen. Die positive habe ich ja euch genannt, die Verarbeitung, Plastikverarbeitung und so weiter ist also recht ordentlich. Ladedorn, naja, Kimme geht gar nicht, mal ehrlich. Ja. Leistung ist okay, Präzision ist auch okay. Man muss sich an die Waffe gewöhnen, man muss da länger mit schießen. Habe ich jetzt nicht getan, ich habe da mit 100 Schuss gemacht, habe mich ein bisschen an die Waffe gewöhnt. Also summa summarum würde ich dahingehend ein befriedigend für diese Waffe aussprechen. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedanke mich dafür. Ich grüße alle Abonnenten. Denkt dran, liebe Abonnenten, eure Fragen werden unter den Kommis nicht beantwortet, sondern im Forum müsst ihr als Gäste reinschauen oder aber euch dort registrieren. Tut nicht weh und kostet auch nichts. So, Dankeschön, bis dann, euer Nobby. Tschüss.